Es ist seltsam, wie schnell die Zeit vergeht. Auf einmal sind Daisy, Ivy und Violet schon Kleinkinder. Und bald werden sie zu Kindern. Und dann gehen sie in die Schule und werden langsam, aber sicher erwachsen. Keine Ahnung, ob ich dafür bereit bin. Aber ich versuche einfach, jeden einzelnen Augenblick zu genießen. Und auch am Hof gibt es endlich Fortschritte zu sehen. Die Pflanzen wachsen und ich glaube, bald haben wir genug Geld für unsere ersten Tiere. Und ihr fragt euch sicher, wie es zwischen mir und Raoul läuft. Naja, das kann ich euch leider nicht beantworten. Warten wir einfach ab, was die Zukunft bringt. Hallo, ich bin Ellie Jenüx und das ist der 6. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum 6. Part meiner 100 Baby Challenge. Im letzten Part hatten ja die Drillinge Geburtstag, also nun sind sie endlich zu Kleinkindern herangewachsen. Um ehrlich zu sein, ich kann es kaum erwarten, wenn sie Kinder sind, aber das wird leider noch eine ganze Weile dauern. Auf jeden Fall müssen wir heute mal wieder jede Menge Geld verdienen. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir nämlich offene Rechnungen. Und außerdem sollten wir den Garten noch etwas erweitern. Und ja, ansonsten habe ich noch geplant, dass wir die Aufträge abschließen, also von Raoul und von der Bürgermeisterin. Und genau, außerdem möchte ich mir endlich die Männer ansehen, die ihr mir erstellt habt. Ja, auf das freue ich mich auch schon ganz besonders. Aber dann hätte ich gesagt, starten wir am besten gleich ins Spiel. Dann starten wir gleich mit diesem zuckersüßen Bild in den Part. Ivy hat sich gerade selbstständig gemacht und freundet sich hier draußen gerade mit einem wilden Hasen an. Er hat jetzt noch keinen Namen. Ich nenne ihn in der Zwischenzeit einfach einmal Schnuffel. Ja, das ist eigentlich ganz süß. Ich wollte ihn Klopfer nennen, aber Schnuffel ist auch sehr süß. Und falls ihr euch daran erinnert, ich habe ja gesagt, ich möchte, dass Ivy auf der Landwirtschaft mithilft und ebenso am Hof sich auch mit allen Tieren und so gut versteht. Das heißt, es wäre doch auch super süß, wenn sie so einen Hasenfreund hätte. Und da Schnuffel gerade hier ist, kann sie sich ja mal mit ihm ein wenig anfreunden. Aber gut, wir haben zu tun. Daisy hat die Fantasiefähigkeit erworben. Ich habe absolut keine Ahnung, was die anderen machen. Okay, anscheinend erzählt Emma ihnen gerade eine Geschichte. Dann werden wir die Post holen. Wenn ich mich richtig erinnere, haben die Kinder nämlich Geschenke bekommen. Also ich glaube von ihren Großeltern und von Gabriel. Mehr kennen sie ja auch eigentlich nicht. Und dann haben wir zumindest ein paar Spielsachen mehr. Denn ein Spielzeug für Drillinge ist ein bisschen wenig. Okay, Ivy, wie läuft es mit deinem neuen Freund? Okay, nicht gut. Sie veranstaltet hier einen Saustall. Gut, Emma, dann musst du jetzt zum ersten Mal deine Kinder erziehen. Aktuelles Verhalten maßregeln. Und wir werden es ruhig maßregeln und einfach bitten, kein Chaos anzurichten. Immerhin ist Ivy noch ein Kleinkind. Ich glaube nicht, dass Emma so eine Mutter ist, dass sie jetzt sofort mit ihr herumschreit. Gut, was haben wir hier? Sie hat noch immer Blaubeeren im Inventar. Dann haben wir eben diesen komischen Computerchip und Mechanismus. Level 4 der Erziehungsfähigkeit erreicht. Emma kann jetzt Auszeiten verhängen. Sie erhält mehr Informationen, wie ihr Rat die Entwicklung ihres Kindes beeinflusst. Wow, wie schnell ist das gegangen? Die Kinder sind erst Drillinge und sie hat schon Level 4 erreicht. Und was ist das? Rechnungen? Wie hoch sind die Rechnungen? 964. Na gut, das können wir uns jetzt leider noch nicht leisten. Okay, dann werden wir hier noch das Gänseblümchen einpflanzen und hier haben wir auch noch Pilze, hier den würzigen Pilz und dann noch hier den lieblichen Pilz. Was macht ihr, Kinder? Du bist traurig wegen Spielzeugkoller. Ja, du musst eh nicht damit spielen, dann spiel eben hier mit der Küchentheke. Das hat mir übrigens jemand als Kommentar geschrieben, dass man mit der Küchentheke spielen kann. Danke dafür, das wusste ich nämlich tatsächlich noch nicht. Okay, und jetzt hat Emma auch Level 2 der Gartenfähigkeit erreicht. Das ist auch super, weil die brauchen wir ja auch auf Level 10. Ist hier schon irgendetwas reif? Ich glaube nicht. Ansonsten gibt es hier auch nicht wirklich etwas zu tun. Emma hat sich jetzt fertig um den Garten gekümmert. Und dann werden wir jetzt wieder einmal Haru einladen, dass er sich ein wenig um die Kinder kümmert. Und in der Zwischenzeit können wir uns um die restlichen Sachen kümmern. Also einfach wieder in die Stadt schauen und einfach Geld verdienen und die ganzen Aufträge abschließen. Ich habe mir übrigens auch gedacht, dass ich gerne hätte, dass Emma sich einmal wieder bei Gabriel meldet. Also, dass sich die beiden einfach aussprechen und dass er auch einmal die Kinder kennenlernt.
Kiyoshi Ito, hi Cutie, ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hä? Wer ist das? Okay, ihr Vater ist das, sehr gut. Dann werden wir uns einmal ganz kurz bei ihm vorstellen. Wir werden ihn hereinbitten, bei ihm vorstellen, genau, wir werden ihn hereinbitten. Wer ist dieser Typ, der uns gerade geschrieben hat? Das hat mich sehr abgelenkt. Kennt diesen Menschen nicht. Okay, das ist gruselig. Aber dann schauen wir jetzt gleich in die Stadt. Also ich möchte jetzt einfach einmal wieder überall hinschauen. Und dann hier in Bramblewood ist dann ja auch irgendwo der Kreaturenhüter. Mit dem müssen wir uns auch noch anfreunden. Der hat nämlich auch ein paar Aufgaben für uns. Aber bevor ich das mache, schaue ich mir noch die Männer an, die ihr mir kreiert habt. Ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Und ansonsten vergesse ich das wieder. Okay, sehr cool. Wow, oh mein Gott. Das ist einfach der coolste Hund, den ich jemals gesehen habe. Und er heißt Hund-Hund? Süß. Dann gibt es noch Jupiter, Milan, Amadeus, William und Cassandra. Okay, dann lesen wir einmal die Geschichte durch. Hallo Elienix, ich habe mal die besten vier Männer herausgesucht aus meiner 100 Baby Challenge. Jupiter ist adoptiert und durch Zufall in diese Familie gerutscht. Irgendwie hat der MCC ihn als Kleinkind allein in einem großen Haus gelassen, ohne Eltern. Ich habe ihn natürlich sofort mitgenommen, nicht nur wegen der 20.000 in der Haushaltskasse. Mutter ist dabei, dachte, sie wäre eine tolle Oma. Der Hund gehört Jupiter. Hab mal alle Okkulttypen herausgesucht. Viel Spaß. Okay, das sieht schon sehr cool aus. Pauline Soso 2002. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen. Dann haben wir noch einen Mann von Fairy of Blood. Ich werde das jetzt einfach einmal auf Deutsch übersetzen. Louis hat seine Eltern verloren, als er noch ein Kind war und ist bei seinem Onkel aufgewachsen. Er war nie wirklich glücklich, bis er sich zu seiner Transition entschieden hat. Sein größtes Hobby ist Gitarre spielen und das hat ihn in der Bar, die er öfter besucht, auch ein wenig berühmt gemacht. Er liebt sein Leben, aber kann er auch Liebe in einer Beziehung finden? Oh, den finde ich wirklich unglaublich lieb. Ah, er ist sogar ein Newcomer. Okay. Musikalisches Genie, kreativ, abenteuerlustig und Bro. Er gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Aber da er ja ein Transmann ist, kann er keine Kinder bekommen. Also als Vater kommt er jetzt nicht in Frage. Aber wir müssen ja auch Emmas Kinder irgendwie verkuppeln. Also mit irgendjemandem von der Potter-Familie wird er auf jeden Fall zusammenkommen, weil ich finde ihn als Charakter unglaublich cool. Ich muss, glaube ich, nur im Creator Sim noch ein wenig nachhelfen, weil ich leider hier nicht alle Packs habe. Aber gut, schauen wir weiter. Dann haben wir hier noch Marcus Winter. Marcus Winter ist in einem reichen Viertel in Windenburg aufgewachsen. Jedoch besucht er zurzeit die Universität von Brightchester, um dort sein Studium in Psychologie zu machen. Marcus ist ein Partymensch und liebt die Aufmerksamkeit anderer und vor allem der Ladies da draußen. In den Winterferien besucht er immer seine Großeltern in Hanford-on-Bagley und hilft ihnen dort bei ihrem kleinen Gemüseladen aus. Okay, auch Marcus passt perfekt in diese Challenge. Danke, Happy ABC Life. Und ich sehe, du hast auch noch die Familie Sean hochgeladen. Die besteht aus Ted, Lenny und Avery und dem Hund Coco. Die sehen auch alle sehr cool aus. Die Familie Shaw lebt auf einer kleinen Farm in Hanford-on-Bagley. Dort pflanzen sie Gemüse zum Verkauf an und kümmern sich um ihre Hoftiere. Ted Shaw liebt es, gemeinsame Abende mit seinen Kindern und den Nachbarn zu verbringen und malt sehr gerne das Land. Lenny Shaw träumt davon, ein bekannter Autor zu werden und schreibt im Park oft an seinem Buch, um dort Inspiration zu bekommen. Avery Shaw ist ein sehr aufgeschlossener Mensch und liebt es, neue Freunde zu finden. Oh, die finde ich auch super süß. Dann haben wir noch die Familie Stein. Das ist der Timo Stein. Der möchte seinen Seelenverwandten finden. Oh, er ist romantisch, er ist selbstsicher und er ist fröhlich. Danke, liebe Chrissy. Und wie ich sehe, hast du mir auch noch jemanden hochgeladen. Und zwar den Carlos Santos. Er ist aktiv, selbstsicher und romantisch. Auch das passt sehr gut. Dann haben wir noch die Familie Big Brother von Hootsie Froom. Sorry, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall haben wir hier jede Menge Männer, sehr gut. Wir haben den Rico Barbossa, den Cody Nashville, den Damon Ernest, den Maxwell Robinson und den Harvey Robinson. Okay, auch die gefallen mir alle sehr gut. Er ist auch ein Hexer. Das sind alles so coole Sims. Und dann haben wir hier noch die Werwolfsgeschwister. Oh, sie haben eine Katze mit Zylinder. Oh mein Gott, ist die süß.
und eben drei Werwölfe, also den Aaron, die Luna und den Moon Moon McFly. Okay, die finde ich auch alle sehr cool. Hallo Elienix, das Wolfsrudel besteht aus drei Sims. Alle drei sind zusammen in einem Kinderheim aufgewachsen. Sie sind nie adoptiert worden, da sie als zu gefährlich eingestuft wurden, aufgrund eines Unfalls beim Testen von einem Heilmittel gegen das Strangerville-Virus. Wie genau es dazu kam, ist unklar, aber aus den drei normalen Kindern wurde eine neue Art von Okkult. Sie flohen mit 18 aus dem Heim. Luna kann ebenfalls andere schwängern und führt das Rudel an. What? Das klingt wirklich nach einer sehr spannenden Story. Vielleicht solltest du auch ein Let's Play beginnen. Ich würde mir die Geschichte auf jeden Fall anschauen. Aber gut, dann werde ich mal schauen, dass ich für alle einen Platz finde. Also die Familie Shaw, die lebt ja in Hanford-on-Bagley. Das heißt, die werde ich hier platzieren. Am besten einfach hier auf diesem Grundstück. Und dann werde ich ihnen noch ein Haus hinstellen. Und die Familie Shaw lebt jetzt hier in Hanford-on-Bagley. Ich habe ihnen auch gleich ein Haus aus der Galerie herausgesucht. Aber gut, schauen wir hier weiter. Der Marcus Winter, der studiert auch in Brightchester, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, dann werde ich ihn jetzt einfach mit ihnen drei in ein Haus geben, also sozusagen in eine WG. Und dann sagen wir einfach, die studieren eben zusammen und leben in einer WG in Brightchester. Hier ist Brightchester. Hier haben wir noch ein leeres Haus. Ist zwar eigentlich für drei Personen ein wenig klein, aber das ist mir jetzt egal. Die ziehen einfach alle hier ein. Okay, es ist anscheinend nicht möbliert, aber ist ja egal. Wir werden hier ohnehin nicht spielen. Die drei wohnen jetzt hier. Ich benenne das nur schnell um. Und zwar in Winter, Stein und Santos. Gut, wen haben wir noch? Dann haben wir eben diese Okkultfamilie und hier die Werwolfsgeschwister. Die platzieren wir am besten in Moonwood Mill. Und zwar hier. Ja gut, dann ziehen sie einfach hier in die Neumondhütte ein. Auch wenn das ein wenig klein ist, aber egal, die leben jetzt hier. Ich weiß übrigens noch nicht, ob ich möchte, dass Werwölfe eine sehr aktive Rolle in diesem Let's Play spielen. Falls ihr es gesehen habt, ich habe nämlich letzte Woche meinen ersten Part meiner Werwolf-Challenge online gestellt. Und da dieses Let's Play logischerweise sehr Werwolf-lastig wird, weiß ich nicht, ob ich das auch in der 100-Baby-Challenge möchte. Aber ja, das können wir ja immer noch später entscheiden. Gut, die große verschiedene okkulte Familie lasse ich auch gleich einmal irgendwo einziehen. Schauen wir mal nach Willow Creek. Ist hier irgendetwas leer? Dann ziehen sie am besten hier in dieses riesige Grundstück ein. Sie sind ja sehr viele Leute und brauchen sicher sehr viel Platz. Okay, dann haben wir noch die Big Brother. Auch die lasse ich jetzt einfach hier irgendwo hinziehen. Dann ziehen sie einfach hier in die Schattenvilla ein. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, aber normalerweise ist jetzt nur mehr Louis übrig. Und wie gesagt, Louis kann ja kein Vater von den Kindern werden, aber deshalb werde ich ihn jetzt einfach mal als Favorit speichern. Und sobald dann die ersten Kinder erwachsen sind, werden wir ihn dann einfach in der Welt platzieren, damit er eben das gleiche Alter hat wie die Kinder. Weil wenn ich ihn jetzt platziere, dann ist er vermutlich schon ein Senior, wenn unsere Kinder zu Erwachsenen werden. Und das wäre dann eher ungünstig. Ich hoffe, dass ihr damit einverstanden seid, welche Rolle die Sims dann im Let's Play spielen. Das werde ich jetzt natürlich nicht erzwingen. Also sie müssen Emma schon über den Weg laufen. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wer davon einer unserer nächsten Männer sein wird. Und übrigens könnt ihr mir auch noch gerne immer weitere Männer erstellen. Also der Hashtag lautet nach wie vor Elienix100Männer, weil ja, wie ihr wisst, wir müssen insgesamt 100 Kinder bekommen. Also bin ich auf jeden Fall auf eure Hilfe angewiesen. Aber gut, dann schauen wir jetzt zurück zu Emma und werden endlich in die Stadt schauen. Hier sind wir jetzt wieder bei Emma und den Kids und wir schauen gleich einmal in den Nationalpark, weil vielleicht läuft uns hier auch gleich der Kreaturenhüter über den Weg. Hier ist schon wieder ein Kleinkind. Warum sind hier immer alleine Kleinkinder? Yannick Wagner, ich hoffe, es geht dir gut. Nein, Daisy, Ivy und Violet sind nicht bei der Tagespflege. Haru kümmert sich um sie. Okay, und jetzt ist das Kleinkind wieder weg. Das war creepy. Aber gut, ich schaue gleich einmal, ob wir hier irgendetwas finden können. Okay, hier ist gleich ein Mann ohne Shirt. Wer bist du? Pet Shaw, den habe ich ja tatsächlich gerade platziert. Dann werden wir uns einmal freundlich bei ihm vorstellen. Ja, er rennt da oben ohne herum, weil ich nicht alle Packs habe. Aber ist ja egal. Vielleicht möchte er einfach gerne oberkörperfrei sein. Ist die Schokobeere jetzt endlich reif? Ja, sie ist endlich reif. Endlich, dann können wir sie ernten.
Ja, hier lebt der Kreaturenhüter. Oh, das ist er sicher. Wer bist du? Michael Bell, Kreaturenhüter. Perfekt. Dann werden wir uns bei ihm auch gleich einmal respektvoll vorstellen. Sehr gut, er mag uns anscheinend. Dann werden wir ihm jetzt einmal Respekt zeigen. Und dann können wir auch mit ihm ein vertrauliches Gespräch über Hanford führen. Niemand mag es, angespuckt zu werden. Und Füchse sind da keine Ausnahme. Wenn du Ärger mit Füchsen hast, könnte ein spuckendes Lama am richtigen Ort dem Dieb Beine machen. Okay, danke für den Tipp. Hier, Hilfe bei Botengängen anbieten. Sehr gut. Was müssen wir für ihn erledigen? Magst du Pilze? Ich liebe sie. In den Wäldern wachsen wirklich gute und ich könnte Hilfe beim Sammeln gebrauchen. Du scheinst die Natur zu lieben. Warum bleibst du nicht ein Weilchen hier, damit ich dir mein Wissen vermitteln kann? Dann haben wir noch eine einfache Bitte. Kennst du diese Tage, an denen du viel zu tun hast? Ich brauche Zutaten für meine nächste Mahlzeit, aber ich bin wirklich in Zeitnot. Kannst du mir helfen? Dann gibt es noch Natur pur. Da draußen gibt es jede Menge Natur und so sehr ich mich auch bemühe, ich kann nicht alles im Auge behalten. Es wäre wirklich gut, wenn ich ab und zu etwas Unterstützung hätte. Okay, eine einfache Bitte. Ich glaube, wir beginnen damit, weil wir haben ja noch zwei offene Botengänge, deshalb kann ich jetzt nicht mehr annehmen. Okay, was sollen wir machen? Eine Portion Auberginen und Parmesan und Kürbismilchbrötchen zum Kreaturenhüter bringen. Aber gut, es ist jetzt auch schon spät, dann schauen wir am besten gleich einmal nach Hause. Immerhin kann Haru nicht die ganze Nacht bei uns verbringen und deshalb werden wir uns jetzt einmal um unsere eigenen Kinder kümmern müssen. Beziehungsweise, es sind Kleinkinder, also die können sich eigentlich eh schon selbst beschäftigen. Warum ist hier immer dieser Fuchs? Ignaz, ja, okay. Ignaz, wir haben noch keine Hühner. Oh, genau, das möchte ich auch. Ich möchte endlich Hühner kaufen. Wie viel kostet eigentlich ein Huhn? 150. Aber das Problem ist, wir müssen auch noch Rechnungen bezahlen. Also das muss leider noch ein wenig warten. Was ist hier? Okay. Dann musst du hier Unkraut jäten. Dann hier die Karotten pflanzen. Was haben wir noch? Wir haben noch Schokobären. Aber das Beet ist voll. Okay, dann werden wir die Schokobären in den Kühlschrank geben. Und wie geht es eigentlich den Kids? Daisy geht es gut. Sie hat nur ein wenig Hunger. Auch Ivy geht es gut und Violet auch. Kochen wir danach gleich etwas zu essen. Ich hoffe, ich habe irgendetwas. Wow, wir haben voll viel. Dann machen wir einfach mal eine Familiengröße Makaroni und Käse. Und dann müssen wir die Kleinen aber auch schon ins Bett bringen. Es ist immerhin schon 11 Uhr. Aber die haben vermutlich den ganzen Tag bei ihrem Opa geschlafen. Okay, dann soll einmal jeder eine Portion nehmen. Ich hoffe, die Kids kommen darauf. Und dann kann auch jeder von euch ins Bett gehen. Und zwar, okay, Ivy, das ist aber nicht dein Bett. Das ist dein Bett. Und das ist das Bett von Violet, glaube ich zumindest. Ach, Blödsinn. Das ist das Bett von Ivy. Und das ist das Bett von Daisy. So, jetzt ist es aber richtig. Gut, nein, du nervst deine Kinder jetzt nicht. Können wir irgendetwas einmachen? Sehr gut, wir können Pilze einmachen. Und wir können Fleischersatz einmachen. Okay, los geht's. Dann helfe ich ihr hier noch schnell beim Aufräumen. Warum schlaft ihr nicht? Geht schlafen. Nicht weinen. Schlafen. Ivy, das ist dein Bett. Okay, Violet geht schon ins Bett. Sehr schön. Hier hat jemand nicht aufgegessen. Das sind Custom-Content-Betten, falls sich irgendjemand fragt, warum das so seltsam aussieht. Aber egal, es sind süße Betten. Deswegen ist das schon in Ordnung. Ah, genau, und vorher haben wir eine mysteriöse Zeitkapsel gefunden. Die verkaufen wir gleich. Die Rechnungen. Okay, gut. Dann bezahlen wir jetzt die Rechnungen. Dann haben wir zwar überhaupt kein Geld mehr, aber irgendwann müssen die Rechnungen bezahlt werden. Gut, und dann kann sie auch eigentlich schon baden gehen und schlafen gehen. Und morgen in der Früh rufen wir dann gleich den Lebensmittellieferanten an. Wir haben jetzt kurz vor 11. Die Post wurde gerade zugestellt. Das heißt, Emma holt jetzt die Post ab. Und normalerweise sollten jetzt die Geschenke für die Kinder drinnen sein. Ich bin schon sehr gespannt. Emma hat alles aus dem Briefkasten geholt. Oh ja, jede Menge Spielsachen. Perfekt. Da werden sich die Kleinen freuen. Ich platziere einfach mal alles hier. Die können sich dann drum streiten, wem was gehört. Oh, das sind wirklich viele Spielsachen. Aber davon werde ich auf keinen Fall etwas verkaufen. Gut, und während die Kleinen schlafen, können wir hier jetzt noch einmal alles ernten.
Und dann überlege ich gerade, okay, das können wir auch ernten. Sehr gut, es sind endlich total viele Sachen reif geworden. Vielleicht rufen wir dann Raoul besser doch noch nicht an, sondern schauen schnell zum Marktplatz, verkaufen unsere Sachen und kaufen neue Sachen, weil wir haben nicht einmal etwas zu Hause, damit wir Frühstück machen könnten. Dann machen wir das schnell. Gut, wir reisen wieder zum Hanford-Restaurant. Und wir sind schon hier. Gut, dann werden wir mit Kim handeln. Und dann können wir gleich unsere Sachen verkaufen. Du siehst beschämt. Bist du verrückt? Bei diesen Preisen zahle ich bereits drauf. Okay. Was brauchen wir überhaupt für, genau, 2 Flaschen weiße Milch? Dann Auberginen mit Parmesan. Woher sollen wir das denn bekommen? Das möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht machen. Aber gut, wir werden zuerst unsere Objekte verkaufen. Gut, wir haben eingemachte Pilze. Dann noch den Fleischersatz. Gänseblümchen haben wir wirklich viele. Karotten verkaufe ich auch gleich, da wachsen eh wieder welche nach. Die lieblichen Pilze behalte ich mal. Löwenmäulchen verkaufe ich auch. Und die Pilze auch. Und wir bekommen tatsächlich 440 Simoleons. Das ist wirklich sehr, sehr toll. Und dann kaufen wir noch ein paar Sachen. Gut, was brauchen wir? Ich habe keine Ahnung, was wir brauchen könnten. Und 5-mal Zucker. Damit können wir nämlich Marmeladen machen und andere Sachen einmachen. Aber ansonsten hat sie nicht wirklich etwas Brauchbares. Ich glaube, dann müssen wir Raoul doch anrufen. Gut, dann gehen wir schnell nach Hause. Dann machen wir ein Frühstück und dann rufen wir am besten gleich Raoul an, bestellen ein paar Lebensmittel bei ihm und dann können wir ihm die Lebensmittel gleich wieder zurückgeben. Also zumindest die Milch können wir ihm dann wieder zurückbringen. Und hier sind wir wieder. Vermutlich haben schon alle sehr viel Hunger. Das heißt, wir kochen gleich etwas. Okay, jetzt können wir auch wieder mehr kochen. Was ist denn ein gutes Frühstück? Irgendwie eignet sich gar nicht so wirklich als Frühstück. Machen wir einfach mal eine Familiengröße Obstsalat. Gut, und dann werden wir eine Bestellung aufgeben. Und zwar eine Lebensmittellieferung. Gut, was brauchen wir? Wir brauchen 2 Flaschen Milch. Ja, und ansonsten brauchen wir eigentlich eh nichts. Aber zumindest sehen wir Raoul. Wo läuft Daisy schon wieder hin? Irgendwie möchten diese Kinder immer nach draußen. Und Emma hat Level 2 der Kochfähigkeit erreicht. Sehr gut. Vielen Dank für deinen Anruf bei dem Grünfutterstand. Wir stellen deine Bestellung zusammen und schicken einen Lieferanten zu deiner Adresse. Daisy, was machst du? Brabbeln. Ja, okay. Eigentlich kann sie machen, was sie möchte. Kommt Raoul schon bald? Raoul ist hier. Das ist nicht Raoul. Wer ist Chad Riff? Ich wollte, dass Raoul kommt. Ja, okay, wir haben einen anderen Lebensmittellieferant. Hi, wer bist du so? Dann werden wir uns bei ihm lustig vorstellen. Er ist eigentlich auch ganz lieb, aber er ist ein junger Erwachsener und er möchte auch nicht mit uns sprechen. Alles klar, musst du ja auch nicht. Gut, dann werden wir die Liefertüte auspacken und die Kinder sollten vielleicht auch etwas essen. Nehmt etwas von dem Obstsalat. Okay, Chat geht wieder. Dann werden wir jetzt Raoul anrufen. Okay, er ist anscheinend sogar in der Nähe. Ah, okay, er ist hier unten. Dann werden wir jetzt einmal selbstironisch scherzen. Und dann werden wir ihm die Milch liefern. Wo geht das denn? Milch liefern. Sehr gut, dann können wir das auch abschließen. Er hat voll die coole Stimme, fällt mir gerade auf. Und er ist angespannt. Oh, das ist nicht gut. Irgendwie verstehen sie sich gerade nicht so gut. Fragen wir ihn einmal nach seinem Tag. Und dann werden wir jemanden parodieren. Warum mögen die sich auf einmal nicht? Ich wollte so gern, dass die zusammenkommen, aber irgendwie. Okay, aber jetzt mag er sie wieder, weil jetzt hat sie ihm die Milch gebracht. Sehr gut. Was bekommen wir dafür? Emma hat das Rezept für Kürbisleckerchen freigeschaltet. Sehr cool. Ich weiß den Wert eines ganzen Arbeitstages zu schätzen. Der Grünfutterstand versorgt sich schließlich auch nicht von alleine. Du kannst mir glauben, ich weiß die Mühen zu schätzen, die du auf dich genommen hast, um die tierischen Nebenprodukte für die Regale des Standes zu sammeln. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, Raoul, ich hoffe, wir sehen uns auch bald wieder. Wir werden jetzt vom Kochen schwärmen. Dann werden wir von der Gartenarbeit schwärmen und dann erzählen wir ihm noch einen Witz, weil anscheinend geht es ihm ja nicht so gut und ich möchte, dass es ihm gut geht. Deswegen erzählen wir ihm einen Witz über Professoren. Dann
Gehen wir am besten wieder nach Hause und kümmern uns um die Kinder. Was möchte Scarlett von uns? Wir haben kürzlich darüber gesprochen, ein Baby zu bekommen. Meinst du, wir sollten es wagen? Wir möchten schon, aber wir sind nicht sicher. Das ist eine große Verantwortung. Wir haben doch gerade ein Baby bekommen. Nein, ich denke, das ist keine gute Idee. Meinst du, ich denke, du hast recht. Ja, sehr gut. Ihr habt doch erst Leo bekommen und der ist ja wahrscheinlich noch ein Baby oder ein Kleinkind. Nein, er ist sogar noch ein Baby und sie wollten schon ein weiteres Kind bekommen. Okay. Jetzt kommt Raoul auf einmal zu uns und putzt hier. Oh mein Gott, wie süß ist er. Okay, dann reden wir jetzt noch einmal mit ihm. Ich werde jetzt noch einmal vom Kochen schwärmen. Vielleicht hat er schlechtes Gewissen, weil er gerade so gemein zu uns war. Und jetzt ist er irgendwie schon besser gelaunt. Also wir wissen jetzt, dass er die Natur liebt. Dann werden wir ihm jetzt einmal den Tag verschönern. Vielleicht ist ja irgendwas passiert und deswegen geht es ihm nicht so gut. Emma hat einen Lebensstil im Aufbau. Naturfreak. Glücklicher Single. Ja, okay. Sie wird tatsächlich noch sehr lange Single bleiben, also ist das sehr gut. Und Raoul ist auch Single. Sehr gut. Ich habe nämlich in einem Kommentar gelesen, dass irgendwer gemeint hat, er wäre nicht Single. Aber er ist Single. Das ist gut zu wissen. Dann werden wir ihm, glaube ich, ein Kompliment über das Aussehen machen, die Nummern austauschen und schauen, ob er überhaupt an uns interessiert ist. Ja, aber egal, was er sagt, wir werden dann ganz schnell wieder das Thema wechseln, weil ich glaube, ihr ist das ein wenig unangenehm. Und werden einfach Fotos mit ihm teilen und ihm noch einmal von früher erzählen und wo wir herkommen und wo wir aufgewachsen sind und alles. Aber sie scheinen sich jetzt doch wieder gut zu verstehen. Ja, okay, dann werden wir ihm doch noch ein Kompliment über sein Aussehen machen. Und dann werden wir ihm eine schlüpfrige Frage stellen. Schauen wir mal, wie er darauf reagiert. Sie haben eine romantische Leiste. Also, wie ihr sicher merkt, ich möchte wirklich, dass Raoul der nächste Vater wird. Und ich glaube, das funktioniert dann auch sehr, sehr gut. Dann werden wir ihm noch einmal nach seinem Tag fragen. Aber dann werden wir uns auch schon wieder von ihm verabschieden. Denn sie muss sich sehr dringend um ihre Kinder kümmern. Ich sehe gerade, die stinken alle. Oh Gott, alle stinken, alle stinken. Dann werden wir zuerst Daisy baden und dann werden wir Ivy baden. Und irgendwer hat hier auch schon wieder den Boden verschönert. Keine Ahnung, wer das immer macht. Und hier sind schon wieder Teller, die in der Luft fliegen. Ich nehme jetzt schon über eine Stunde auf und irgendwie ist noch gar nicht so viel passiert. Bevor wir den Part aber beenden, werde ich ihr jetzt noch ein Huhn kaufen. Wir haben jetzt genug Geld und ich glaube, es ist Zeit für das erste Huhn. Und zwar möchte ich eine schwarze Henne kaufen. Ist sie schon da? Ja, hier ist unsere schwarze Henne. Die hat natürlich noch keinen Namen. Dann geben wir einen Namen. Clara. Ja, okay. Clara ist jetzt nicht unbedingt ein guter Name für eine Henne. Mir fällt jetzt aber leider auch nichts Besseres ein. Schreibt mir doch gerne Namensvorschläge in die Kommentare und dann benennen wir sie einfach im nächsten Part um, denn ich werde den Part dann auch schon an dieser Stelle beenden. Und dann sind wir jetzt auch schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Passiert ist in diesem Part tatsächlich nicht so viel. Also wir haben zwar etwas Geld verdient, aber sonst ist nicht wirklich mehr passiert. Ich meine, mit Raoul verstehen wir uns jetzt besser. Das geht schon in eine sehr, sehr gute Richtung. Und außerdem haben wir natürlich unsere erste Henne. Und nicht zu vergessen, ich habe die ganzen Männer platziert, die ihr mir erstellt habt. Danke noch einmal dafür. Es hat mich wirklich sehr gefreut, wie viele von euch mitgemacht haben. Und wie gesagt, ihr könnt mir gerne noch mehr Männer erstellen. Der Hashtag lautet eben Elienix100Männer. Und ja, ich platziere gerne immer mehr Sims von euch in meinem Spiel. Und an dieser Stelle freue ich mich dann natürlich über jedes Kommentar, über jedes Abo und über jedes Like. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!